Klar, es ist ein bisschen dunkel, weil da könnten wir ein bisschen Glowstone heute mal farmen und dann können wir ein bisschen alles hell machen, ausleuchten. Also ich kenne mich selber nicht so gut aus in Meter, also wie gesagt, das ist ja hier der 1.16.5. Dann gehen wir mal in die Farmwelt und zwar in den Nether, /M, Wabs und dann Nether. Wir waren wirklich noch nie hier in den Nether, wir gehen heute wie gesagt zum ersten Mal in den Nether und mal schauen, was uns heute hier so erwarten wird. Ich überlege gerade, zu weit Teleporter oder reinlaufen. Ich würde sagen, wir werden uns teleportieren lassen. Das ist besser, weil sonst müssen wir 100 Meter laufen. Okay, wir sind an einer schönen Position. Was ist das denn? Da geht's ja schon los. Ich weiß nicht, was das für Blöcke sind. Alles klar. Und wir müssen jetzt hier auch ganz, ganz groß aufpassen. Ich habe keine gute Rüstung. Ich habe nur die Standardrüstung, was ihr auch alle habt. Was ihr aus den Kits bekommt. So, ich brauche Glowstone. Ah, da oben geht's weiter. Da gehen wir einfach da hoch. Ist ja im Grunde egal. So. Oder wir gehen hier hoch. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Aber wir könnten sogar auch mal eine Folge machen, wo wir mal ein bisschen Quarz farmen. Geht das hier nirgendwo weiter? Na, dann bauen wir uns einfach hier mal stumpf rein. Alles klar. Das wäre unser Tod gewesen. Bruder, ist der Nether heftig. So, da bauen wir uns hier ein bisschen rein. Oder ist das Glowstone? Oder ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Pilzlicht. Pilzlicht? Okay. Das ist aber neu, ist das. Ich würde sagen, weil das hier gerade so schön ist, würde ich sagen, dann nehmen wir das mal gleich mal mit, weil Licht oder Glowstone oder Pilzlicht, das ist ja im Grunde egal. Hauptsache, dass wir ein bisschen Licht farmen, das ist ja das Ziel jetzt gerade. Deswegen, wenn wir das hier ein bisschen nehmen, genau, greifen die uns an? Nee, okay, perfekt. Ist das Gold? Nee, das ist kein Gold, oder? Ach, das sind die Goldnuggets, okay, alles klar. Seit wann gibt's eine... Lol. Seit wann gibt's ein Goldnuggets als Erz? Alles klar. Okay, das ist wirklich neu für mich. So. Gibt's überhaupt noch Glowstone oder warum finde ich jetzt hier kein Glowstone? Schreibt das mal bitte mal rein in den Chat oder in die Kommentare dann später als Video. Das würde mich mal wirklich mal interessieren. Aber bis jetzt sehe ich hier nirgendwo kein Glowstone, nur Pilz. Also Pilzlicht, wie man es nennen möchte. Ist schon krass. So, ich muss halt immer hier aufpassen. Ich muss ein bisschen sneaken. Da hier überall links und rechts Lava ist, da ist das ein bisschen kritisch, einfach stumpf irgendwo sich reinzubauen. Deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtiger sein. So. Aber ich denke mir mal, das tut es ja bestimmt dann jetzt endlich ja auch, weil das ja auch Licht ist und so weiter. Deswegen ist das im Grunde egal, was wir jetzt nun jetzt hier farmen. Entweder Glowstone oder Pilzlicht, das ist im Grunde jetzt egal. Und ich sag doch mal, wie es ist. Pilzlicht sieht sogar sehr schön aus. Also gefällt mir sogar als Block. Also es könnte schon sehr cool aussehen. Weil man sieht auch hier jetzt an jeder Stelle Pilzlicht. Deswegen, das könnte jetzt nach unten gehen. Ja, geht noch nach unten, aber wir fallen nicht runter. So, ich hoffe... Ah, hier geht's weiter. Perfekt. So, dann nehmen wir den noch. So, ich hoffe, wir bekommen den Block. Ja, wir haben den Block bekommen. Perfekt. So, ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Dann bekommen wir den Block noch hier. So. Okay. Ich habe gerade gesehen, hier oben sind auch nochmal Pilzlicht. Dann bauen wir hier ein bisschen das mal ab. Das ist doch hier im Grunde genommen jetzt hier ein Pilz, habe ich recht? Ja, es sieht auch so aus, dass das Stamm ist. Das ist ja wirklich neu. Also ich war ja wirklich noch nie in der 1.16 im Nether. Also der ist komplett neu. Also wir werden auf jeden Fall demnächst auch nochmal so richtig den Nether auch nochmal richtig schön erkunden. Weil mich persönlich das ja auch noch auch interessiert, wie wirklich der Nether sich ein... sich entwickelt hat und so weiter. Das ist ja wirklich mal sehr, sehr interessant, weil
ich persönlich, wie gesagt, kenne den Nether noch gar nicht. Und ich denke mir auch mal wirklich persönlich, der Nether, der wird so viele Geheimnisse mit sich bringen, die ich vielleicht noch gar nicht gehört habe, noch nicht mal kenne und so weiter. Also, wie gesagt, den Nether werden wir auf jeden Fall nochmal ganz in Ruhe uns nochmal anschauen. Wie gesagt, heute tun wir ein bisschen halt hier Lichtfarm, also Glowstone oder Pilzlicht. Und ja, um unseres Plot, wie gesagt, noch ein bisschen auszuleuchten. Und ja, wie gesagt, ich finde es aber trotzdem sehr, sehr krass. Auch die ganzen Updates so, die in Minecraft immer wieder kommen. Es ist schon echt eine geile Sache. Kann man echt nicht meckern. So, hier ist noch Pilzlicht, das nehmen wir noch mit, wenn das gerade noch vor unseren Füßen ist. So, perfekt. So, wie viel haben wir? 26, okay, alles klar. Okay, aber ihr seht, da hinten ist zum Beispiel grün, sieht man gerade, so wenn ich so schräg gucke, da ist zum Beispiel ein neues Biom. Also das gab es wirklich früher alles noch gar nicht, aber schreibt gerne mal bitte mal in die Kommentare mal rein, gibt es überhaupt noch Glowstone? Das ist jetzt wirklich mal so eine Frage, gibt es überhaupt noch Glowstone? Weil wir gucken hier wirklich sehr tief rein und ich sehe hier tatsächlich kein Glowstone. Kann möglich sein, da wir jetzt hier in der in einem anderen Biom sind, weil es gibt ja wie gesagt verschiedene Bioms im Nether. Deswegen kann es ja möglich sein, dass es vielleicht einfach nur hier kein Glowstone gibt. Aber ist ja im Grunde mir auch egal, also das war unten. So. So wie auch diese Tiere da unten. Ich habe keine Ahnung, was das von... Oh. Oh, 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 oh. Wir werden angegriffen von diesem Vieh, oder? Werden von... Okay. Aua. Wir werden von diesem Vieh angegriffen. Was ist denn das von Vieh? Oh, 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 okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Das ist schon krass, also... Was sind das für Viecher hier? Was sind das für Ochsen oder was es ist? Hey, jetzt rennt das weg? Okay. Oh, die geben aber ganz schön Damage. So, weg damit. Oh, hier ist gleich der nächste. Oh, schon krass auf jeden Fall. Also. So, da gehen wir lieber wieder hier nach auf die Pilze hoch. Das denke ich immer mal viel, viel besser. So. Aber es ist schon krass, also ich finde wirklich, so wie auch diese Viecher, das ist schon krass. Die laufen mir so hintereinander, es ist schon, es ist wie so eine, wie eine große Gruppe so, also es ist schon wild auf jeden Fall. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Pilzlicht, das nehmen wir noch mit. Und ich würde sagen, dass wir zurück zum Blot gehen, und zwar /ph2, ups, das ph2. Genau. So. Okay. Genau, das heißt, das haben wir jetzt 30 gefarmt. Und ich denke mir mal, wie gesagt, wir können das ja, ich würde sagen, ich platziere das jetzt hier einfach mal, immer mal irgendwie stumpf, einfach so irgendwo hin. Also wie gesagt, wir können das ja letztendlich ja irgendwie letztendlich immer mal schöner wieder machen. Aber dass wir erstmal jetzt hier Licht haben, platziere ich das jetzt hier, an der Seite haben wir ja Licht. So, das heißt, da können wir das ja so machen. Klack. Und dann sozusagen auf der Reihe machen wir noch eins. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir sozusagen eventuell... Vielleicht machen wir sogar hier dann sogar alles zubauen. Also nicht komplett zubauen, aber vielleicht machen wir das aus Glas oder so. Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir das auf jeden Fall verschönern noch. Genau, also wie gesagt... Ihr seht ja, wie gesagt, ich habe letztes Mal hier auch schon /Rand platziert. Also wie gesagt, kann ich euch auch mal zeigen, /Wand. Ihr könnt /Wand machen und dann könnt ihr sozusagen Wände bei eurem Plot wechseln. Kommt nur mal drauf an, welchen Rang ihr habt, wie gesagt. Ihr könnt, wie gesagt, als Eisbär, könnt ihr, wie gesagt, Packeis oder Blaueis. Kommt nur mal drauf an, wie man dazu sagen will. Das ist normales Eis. Sorry, Packeis. Genau, dann Eis und Schnee. Und wie gesagt, Standard. Und wir werden aber jetzt hier mal /Rand machen. Und ihr seht, wie gesagt, bei Rand genauso. Und ihr habt wirklich hier verschiedene Ränge, verschiedene Ränder.
was ihr wie gesagt hier nutzen könnt und so weiter. Ich werde tatsächlich erstmal hier einen Zaun setzen. Ach, das sieht ein bisschen blöd aus in der 1.16, sehe ich gerade. Aber ist eigentlich nicht schlimm. Und dann baue ich das hier vorne, würde ich sagen, auf. Achso, das heißt, dann muss ich... Genau, so. Weil da würde ich sagen, da machen wir halt hier. Und dann, weil dann sonst ist dieser Weg halt Blödsinn, wisst ihr? Man soll nicht von hinten in das Bot reinkommen, sondern halt wirklich nur von vorne. Und deswegen würde ich sagen, da machen wir halt hier auf. Ich würde insgesamt auch sagen, also das war ein bisschen zu weit. So. Ey. Okay. Hä? Bug. Bug ist am Start. Alles klar. So. Da haben wir das auf jeden Fall jetzt so gemacht. Und wenn man jetzt hier durchläuft, so. Kommt man jetzt hier auch nicht. Oh, ich hoffe, ich habe keinen Wetzel kaputt gemacht. Ne, habe ich nicht, genau. Genau, so machen wir es auf jeden Fall. Genau, so ist es auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, wir tun hier einfach auf dem Boden einfach random diese Pilzlampen oder Pilzlicht platzieren. Ich habe ja persönlich vor, hier eventuell auch noch eine kleine Farm irgendwie reinzubauen. Aber mal schauen, was für eine Farm, kann ich auf jeden Fall noch nicht sagen. Also wie gesagt, mal schauen, was so die Zukunft so sagen wird. Was wir letztendlich hier unten noch machen, das müssen wir mal gucken, weil hier ganz runter kommt man ja sowieso nicht, das ist ein bisschen eng. Deswegen mal schauen, wie wir das machen. Aber ich denke mir mal, vielleicht werden wir dann bestimmt hier wie eine Grenze setzen, dass man... Mal schauen, wie wir das machen. Wie gesagt, mal schauen. Das hier wird auf jeden Fall noch versteckt oder so. Mal schauen. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal, vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir das außerhalb aus dem Stream oder so weiter. Müssen wir halt mal schauen. Den Nether werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal richtig schön erkunden. Da werde ich vielleicht sogar noch einen richtigen geilen Shader nochmal reinklatschen. Dann sieht das nochmal richtig epischer nochmal aus. Also auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall heute gefallen. Wie gesagt, die Farm hat wirklich echt einen Look bekommen. Also wenn man mal bedenkt, am Anfang sah das Grundstück halt wirklich noch komplett leer aus. Also im Grunde genommen genau so aus wie diese Blots hier hinten. Also wie gesagt, das Plot hat wirklich einen Zweck. Wie gesagt, wir werden später noch die Kisten freigeben für euch. Jetzt bin ich schon wieder einen falschen Weg runtergelaufen. Wie gesagt, hier runter wird es dann gehen und dann könnt ihr euch hier an die Kisten euch dran gehen und dann könnt ihr gerne hier, wie gesagt, die Kisten looten. Und ja... Also wie gesagt, müssen wir halt mal gucken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht sogar, wurde das schon rausgenommen? Wurde das geklaut? Oder da haben die das schon weggenommen. Dieses ganze Weizen, da haben die das vor uns alle weggenommen. Aber das ist genau das, was ich halt meine. Ihr könnt das wie gesagt gerne machen. Wie gesagt, dazu ist es ja da. Und ja, ich denke mir mal, wie gesagt, das Blut ist schon geil geworden. Klar, sieht natürlich nicht schönste aus, das ist klar. Aber ganz ehrlich, ich finde persönlich, es ist gut gelungen. Und ja, ihr könnt ja gerne mal, wie gesagt, in die Kommentare mal reinschreiben. Gerne mal Ideen oder so, was wir gerne jetzt demnächst aufnehmen können oder so. Videos machen können, weil ich jetzt in den nächsten Tagen vorhabe, Videos sogar aufzunehmen. Also jetzt nicht diese Livestream-Videos als Videos cutten, sondern richtige Videos aufzunehmen. Schreibt gerne mal Videos-Ideen rein, was wir hier auf 6maximum.de aufnehmen können. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch hier mal auf den Server sehen könnte. Wie gesagt, joint einfach auf 6maximum.de drauf, von der Version 1.8 bis zur 1.18.2 und wie gesagt, alle Versionen funktionieren und ich würde mich freuen, wenn ich euch mal sehe. Wir können, wie gesagt, gerne jederzeit zusammen zocken. Ich bin sehr, sehr aktiv hier auf dem Server. Und wie gesagt, meine Moderator genauso. Also, Spaß ist auf jeden Fall immer dabei. Immer da. Und bedenkt bitte, wir sind immer noch in der Entwicklungsphase. Bedenkt das immer. Das heißt, wir verändern uns Tag für Tag. Also wirklich regelmäßig verändern wir uns. Und wenn euch der Server jetzt noch nicht gefällt, dann guckt vielleicht morgen vorbei. Oder vielleicht nächste Woche. Oder vielleicht in einem Monat oder so. Der Server wird sich auf jeden Fall sich noch verändern. Und wie gesagt, es steht auch, wie gesagt, hier in der Lobby noch ganz groß, wie gesagt, noch Informationen und so weiter zu den, zum Start und so weiter, was ihr alles wissen müsst. Und ich würde auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, für diesen Livestream wieder. Wie gesagt, der nächste Livestream wird
Lasst mich kurz überlegen, am Samstag 18 Uhr bis 19 Uhr auf YouTube sein. Deswegen unbedingt dort wieder einschalten. Ich hoffe, euch hat der Livestream heute hier gefallen. Und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall heute, schaut gerne noch auf Instagram vorbei, Twitter vorbei und so weiter. Ihr wisst ganz genau, ihr kennt diese ganze gleiche Leier. Und ich würde sagen, haut rein, bleibt cool und ciao. We'll be right back.